bereits gewonnen. Stimmt, wir kriegen dann ja auch Arbeitskräfte pro Insel. Fällt mir gerade auf. Das gerade, wenn du eine Insel nur besiedelst, kannst du einfach direkt einen Holzfäller einsetzen. Ne. Das ist dann schon angenehm. Oh, deine Bauern sind unzufrieden. Weil die keine Taverne haben. Wie geht's? Ich würde mal vielleicht eine Taverne gleich mal bauen. Ist aber auch komisch, wenn man mal denkt, die haben halt Schnaps, kriegen die und alles. Aber Taverne kriegen die nicht und dann sind die komplett unzufrieden. Mhm. Also du kriegst die ja auch nicht ins Plus rein, wenn du die Taverne nicht baust. Wobei andersrum, die Taverne ist eigentlich auch geschenktes Geld. Ich baue die ja nicht überall hin, wenn ich eine kleine Siedlung mal eben hochziehe. Ah, 147 ist die Insel noch im Minus. Welche? Deine Paprika-Insel? Ja. Aber ich ziehe nebenbei so ein bisschen hoch. Weil sag mal, es kostet ja nicht wirklich was. Wenn die selber halt irgendwann im Plus ist, ist es ja egal. Die kostet keinen Einfluss, kein gar nichts. Ist ein Selbstläufer halt. Wunderschön. So. Jetzt wollen die Brot haben. Und Seife. Seife wird sogar noch Geld bringen. Denkt nur an Geld. Tatsächlich in diesem Stand gerade ja. Gut, wir sind aber auch nur noch auf 2000 plus runter. Ja, deswegen halt. Also wenn man bedenkt, die Insel, die hat vorher fast 700 minus gemacht. Das würde halt wehtun. Oder tut weh, sagen wir es mal so. Könnte ich sogar tatsächlich hier mal eben hinbauen. Du könntest mir auch einfach Bier oben auf meine Insel liefern. Produziere ich überhaupt Bier? Bestimmt Bier, oder? Ja, doch, stimmt. Welche Insel ist denn das? Ich glaube, wir sollten die mal... Lacouillet. Marek. Warum hast du... Hast du gerade einen ganzen Haufen geupgradet? Jo. Achso. Bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob das mit Brot und so hinhaut. Ich gehe nicht davon aus, aber wir werden sehen. Ja, sonst wenn du dich um Krieg oder irgendwas kümmern willst, kann ich da sonst nachgucken gleich. Könnten wir jetzt erstmal ein paar neue Bauern siedeln. Ich würde einfach den Schoner nehmen und fertig. Für Bier. Oh, Bier habe ich tatsächlich. Schoner reicht. Und Clipper ist traurig halt. Den Schoner nehme ich eigentlich als Kanonenfutter gleich. Ja. Ich brauche halt mindestens zwei, wenn ich meine zwei Minen entferne. Nehme ruhig ein paar mehr mit. Mühlstein, ja. Sie geben uns eine Stimme. Jedes Item am Anfang. So. Ich muss die Bierproduktion tatsächlich verdoppeln. Kannst aber auch auf der Paprika-Insel einfach Bier produzieren. Ne, hat keinen Weizen. Schicken. Ja, Weizen kannst du, du produzierst ja nur Hopfen. Das Bier produzierst du hier, weil dann bräuchst du ja eh Arbeiter da oben. Ach so, ja, ist jetzt zu spät. Welches Hopfen und Malz verloren? Ja, das sowieso. So. Freue mich, wenn wir die ganzen Sachen zentral produzieren. Einige Felder können. Würde ich diesmal auch. Wir haben es jetzt schon. Nach Dingen, die noch ein bisschen was dauern. Leider ja. Der Seekrebs hat hier die neue Region erreicht. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja. Laufen Koordinaten an. So. Ich kann theoretisch eine neue Welt besiedeln. Da könntest du bei dir einfach Brot und sowas. Ich weiß gar nicht, hast du überhaupt von irgendwas zu wenig? Ja.
Ja, hast du nicht mal. Das ist zu wenig Schnaps und das war's. Und wahrscheinlich dann demnächst Kleidung und sowas. Ja, Schnaps sagt aber plus eins. Ja, das was im Lager ist, ist halt rückwirkend. Also, das ist, ich glaube, in den letzten 5 Minuten die Veränderung oder sowas. Oder 15 Minuten. Irgendwie sowas. Also am besten immer über Statistik gucken. Da siehst du es halt direkt. Schiff vom Stapel gelaufen. Und du brauchst halt mehr Bauern. Ja gut, die kommen ja gerade in Szenen noch rein. Die Menschen sich das nehmen, ach. Lass es einfach. Versuch es erst gar nicht. Hey, deine Insel macht plus die kleine. Da steht ja auch nichts drauf. Das tut nichts zur Sache. Schiff vom Stapel gelaufen. So. Hier oben eigentlich auch mal eine Taverne. Da, Fitch. Ja. Jetzt heute. Oh, minus 113. Na klasse. Och, die haben nur plus 3 Zufriedenheit. Schlimm sowas. Direkt mal Revolution ausrufen. Ja. Ist nicht überglücklich, sondern nur zufrieden. Sie mir nicht den. Ja. Wir fehlen die Rohstoffe, wir werden beobachtet. So, das läuft alles, das ist wunderbar, dann ab in die neue Welt. Ich hab mir übrigens voll Glück gehabt mit Samstag. Dass die Regelungen gelten erst ab nächster Woche. Ach so, ja, stimmt. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Obwohl das ja eigentlich sinnfrei ist, die Regelungen erst ab nächster Woche zu machen, wie ich finde. Ja, das ist halt total dämlich. Das sorgt ja komm, jetzt gerade dafür, ja. Dass die Leute nochmal richtig auf den Putz hauen. Ganz genau. Das ist halt frei nach dem Motto, komm, wir haben eine Pandemie, ja, aber Pandemie bleibt erstmal bis zum Wochenende liegen. Ich kann mich jetzt nicht rausreden, aber okay, kein Besäufnis, ich habe einen Kasten Bier geholt, darunter ja. Radler. Naja, war es ganz gut, dass wir abgesagt haben, weil bei Jenny sind halt immer mehr, die positiv getestet werden. Die haben, glaube ich, mittlerweile 7 oder 8 Leute. Kann ich komplett nachvollziehen. Ne. Ja, ist ja. Ja, aber ist halt auch in dem Sinne dann einfach Schutz der anderen. Weil ich sag mal, wenn ich es, also dass ich es von euch kriegen würde, ist unwahrscheinlicher, als dass ich es von Jenny kriege. Ach, jetzt dreht ihr ab, ihr Schweine. Komm her, euch verfolge ich. Den einen kriege ich, der andere entkommt. Ich bin gerade am ich. Überlegen, soll ich direkt versuchen, ein Buch zu würfeln? Mit mehr Arbeitskräfte? Dann muss ich gar nicht so groß bauen. Ja, dann muss ich gar nicht so groß bauen. Ideen steigen immer wieder an die Oberfläche. Ich weiß nicht, ob sich das. Ich glaube, das lohnt sich sogar. Was, wie viel stärker so ein Linienschiff gegenüber so einer Fregatte ist. Ja, gut, und dann kommt der Schlachtkreuzer und lacht sich ins Fäustchen. Ein Schlachtkreuzer ist nicht so viel stärker als ein Linienschiff. Das meine ich damit nämlich. Also, das ist halt im Prinzip nichts, was der an Verstärkung hat. Der Schlachtkreuzer macht sogar weniger Schaden, der hat nur ein bisschen mehr Leben. Und das nicht mal signifikant viel. Nee, ich glaube, der macht tatsächlich mehr Schaden. Können wir ja gleich gucken, davon mal abgesehen. Weil sobald ich jetzt. Oh. Beeinflusst Ingenieurshaus und Investorenhäuser plus 50% Einkommen voraus. Brandgefahr allerdings plus 150%. Okay, nehme ich nicht. Wie lange willst du machen? Wir haben jetzt erst schon angefangen, fast mit Poker zu spielen, also bis 12 Jahre. Ja, Faktor J passt bei mir. Ja gut, die Zeit kann ich dir nicht garantieren. Nee, also auch wenn du vorher ausmachen willst, ist in Ordnung. Wir haben jetzt sehr spontan Anno gestreamt. Ich freue mich drüber, dass es geklappt hat, weil ich habe halt richtig Lust, weiter Anno zu spielen, aber irgendwie Singleplayer
Fehlt mir ein bisschen die Lust, um ehrlich zu sein, momentan. Ich hab's gar nicht erst im Singleplayer angefangen, was ja eigentlich schade ist, weil das DLC ja wirklich ein gutes Singleplayer-DLC ist, aber... Ja. Mir macht Anno im Singleplayer nicht so viel Spaß. Mir auch nicht. Wenn du nebenbei noch mit jemandem redest, dann vielleicht, aber... Ja, genau das gleiche Problem habe ich auch. Es ist wie Crusader Kings, es ist am Anfang dann mega lustig, macht Spaß, aber irgendwann ist es dann halt im Singleplayer dasselbe. Der einzige Grund, warum ich auch im Moment nur noch Crusader Kings spiele, ist, weil ich die Achievements haben, weil ansonsten... Ja. Das ist halt... Das passiert aber leider sehr, sehr schnell bei Spielen. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum es... Ah, cool. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die das DLC für Multiplayer nicht möglich gemacht haben. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Weil vor allem Anno ist halt einfach ein Spiel, was eigentlich alle im Multiplayer spielen. Okay. Achso, du hast gerade die Minen rein, oder? Die Minen kaputt, oder? Okay. Ja, ein Schiff wird wahrscheinlich doch in die Mine reinlaufen, aber... Eins ist jetzt, glaube ich, nicht so die Welt. Na komm, soll nur der Einzige da reinlaufen und nicht alle gleich Schaden kriegen. Warum die denn nicht? Sind alle intelligent. Und tanken müssen sie ja alle nicht. So. Wenn die nicht erst etwas springen. Gut, dann noch ein paar mehr Häuschen. Ein neuer Auftrag? Also, was brauche ich jetzt weltweit an Seide? Gar nichts. Okay. Ach, ich hab... Ah, Gott. Achso, die Insel da oben ist das. Merke dir, Tyrann, wer mit dir alles Schöne erobern, zerfällt zu Staub. So, da noch eine Insel. Also, ich find's irgendwie... ganz schön erstaunlich, dass halt so eine Insel besiedeln nur 18 Einfluss kostet. Das ist halt... Je nach Insel. Ja, je größer die Insel ist, desto mehr. Aber so eine große wie seine Hauptinsel kostet, glaube ich, 40 Einfluss nur oder sowas. Und das ist jetzt wirklich nicht unbedingt die Welt. So. Ist doch mal immer noch besser als in den anderen Teilen. Da kannst du besiedeln, wie du willst. Da hat es keine Limitierung. Ja. Das war auch nicht so das Richtige. Ja gut, hier hast du eigentlich auch keine Limitierung. Gerade weil du halt so viel hast. Weil du kriegst halt Einfluss so schnell zusammen einfach. Also nicht, dass ich mich jetzt beschweren würde, man kann ja den Einfluss auch runterschrauben. Aber da sieht man halt wieder, Anno, das ist halt, weil im Multiplayer hast du eigentlich, wenn du normal im Multiplayer spielst, nur den Aspekt Krieg. Und das war's. Weil du hast halt nicht mal irgendwie einen Anreiz, wirklich groß zu bauen. Gut. Krieg steht Anno einfach nicht. Bitte? Krieg steht Anno einfach. Ich muss sagen, klar, in 1404 mit den Landschlachten so zusammen, das war schon witzig. Aber ansonsten... Anno und Krieg, ich finde, das verträgt sich nicht so. Nee. So, das bisschen um so eine kleine Insel zu kämpfen, das ist okay, aber... Ich bin nur ein kleines. Und das gehört im Endeffekt damit zu. Jo. Aber alles mehr ist in meinen Augen auch nicht wirklich. Such mal den kleinen Revolutionären. Auf welcher Insel? Meine. Der ist eigentlich immer bei der Schule, glaube ich. Ich habe keine Schule. Doch. Habe ich? Ja. Nur ein wenig Beachtung. Also sonst würdest du die... was für eine Quest gibst du uns? Wenn sie sich jetzt dran halten, sind sie zum Tee zurück. Schmuggelaufgabe. Ich mag die nicht. 21.000, wir sind nur noch 815 im Plus. Ja. Wäre vielleicht ganz gut, die zu machen. Und Abmarsch. So. Ich würde gerne mal ein Schiff leer kriegen. Alles bereit. So. 815. Ah, okay, es ist wahrscheinlich statt Bier ausgegangen.
Nö, jetzt normalerweise kommt gerade wieder Bier an. Ah, jetzt. Ja, gut, das kann sein, tatsächlich. Machst du das für mich? Eine Bauaufgabe, eine Kapelle. Ja, gerne. Ist ja nicht so, dass ich das eh gerade bauen wollte. Weil ihr sonst einfach dermaßen unzufrieden seid. Das sind einfach 28 Zufriedenheit, die einfach runterdrücken. Ein neuer Auftrag? Das hat auch wieder so einen Punkt, was ich nicht verstehe, warum das so massivst einfach runterdrückt. Eine einzige Sache. So. Kriege ich hier alles hin? Ja, wunderbar. Gut. Habe ich von allem genug? Wahrscheinlich nicht bei meinem Glück. Doch. Schiff unter Beschuss. Ich brauche nur Rum langsam. Ja. Soll ich... Platzierung des Schiffs, die Reichweite der einen Kanone nicht mitbedacht. Ja. Soll ich eigentlich Rum auch liefern? Wäre wahrscheinlich ganz sinnvoll, oder? Ja, weil das recht viel Geld ist, ja. Auch in Reichweite. Komm, Sack. So. Mal ein bisschen roden. Ich mag die Bäume nicht. So, jetzt sehe ich auch mal was auf der Insel. Gut. Da ist gerade ein Schoner vor mir gefallen. Der hat sie gerade von allen Seiten drauf bekommen. Autsch. Das war nicht nett. Ja, ich meine, looten kann ich hier nicht, aber... nicht viel zu feiern. Oh, gut. Die Insel, die er gerade genommen hat, wäre okay, aber die hat halt Zement, Kupfer, Zink und Eisen. Ansonsten, das ist eine sehr kleine Insel. Boah, die ist aber prinzipiell... Ich würde ihn da vertreiben, tatsächlich. Also vor allem, weil es halt nicht so schwer ist, ihn da wegzukriegen. Hm. Und ich hab Rückenwind, wenn ich Glück habe. Komm ich da sogar an. Bevor er seine Minchen platziert hat. Minchen? So, wie sieht's aus? 250 im Plus, das sieht doch mal gut aus. Die Insel, die macht jetzt puren Gewinn. Wie weit fängst du an? Da müsste man vielleicht auch mal wirklich überlegen, ob wir nicht, wenn wir seine Insel haben, wirklich mit einer Investoreninsel anfangen. Ja gut, da du gerade in der neuen Welt bist, musst du die Weichen dafür stellen. Ja. Ich kann dir helfen, sobald halt Krieg vorbei ist, aber... Ja, also ich erwarte jetzt nicht, dass du nebenbei jetzt noch die neue Welt komplett hochziehst, deswegen habe ich damit auch angefangen. Das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Hier baue ich mal. Schiff vom Stapel gelaufen. Na, nein, nehme ich mal die andere Seite lieber. Oder? Nee, komm. Ich glaube, so ist ganz gut. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ich bin reingekommen, bevor er seine Minen platziert hat. Ah, cool. Noch eine kostenlose Insel. Addieren. Hat bald nicht mehr viel, was er machen kann. Tatsächlich nicht. Hier oben könnt schon mal für dich besiedeln, hat sie eh vor. Ja, also ich besiedle einfach alle Inseln und kannst es zum nächsten schicken. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Merke dir, Tyrann, wer mit Gewalt herrscht, herrscht nie lange. Insel erobert, der Schoner dreht ab, kriegt sie von allen Seiten drüber. Das ist ehrlich. Der größte Schatz, der du so. Sofort zurück. Oh. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu eng gebaut. Alle Items, die der so fallen lässt in seinen Schonern, sind entweder Crap-Baumaterialien oder komplett unnötig. Ja. Deswegen, dass die Schiffe farmen, lohnt sich nur, wenn man nicht anders an die Items rankommt.
Und man kommt einfach mit allen Items, die droppen, auch anders, deutlich effizienter an die Items ran. Deswegen halt das Items-Farm ein bisschen obsolet ist. So. Was halt, ehrlich gesagt, schade ist, weil das würde halt nochmal so ein bisschen Sinn reinbringen, um Krieg zu führen, aber ja. Außer wenn man jetzt Items handeln will, bringt halt Krieg führen echt überhaupt nichts. Also NPCs reinbringen überhaupt nichts. So. Hast du mal Lust, in die neue Welt reinzugucken? Ich garantiere dir und dem Deinen. Mach ich gleich. Ich hab gerade zwei Fregatten geholt. Wisse, ich hab gerade quasi seine ganze Flotte vernichtet. Der hat noch einen Schoner. Und da, der wird gerade von zwei Linienschiffen gejagt. Und dann bietet er uns Frieden an. Na danke. Wir müssen 33 Schuss essen in der neuen Welt. Gelaufen. Ich guck gerade in deinem Stream. Ja, meinst du, das ist gut dicht gebaut? Also so in etwa mache ich halt eigentlich alle meine Inseln, dass ich halt versuche, komplett zuzukleistern einfach. Wir haben die hektische Pyramide. Oh, Tobi. Ziviler Ungehorsam. Plus 5 Zufriedenheit, plus 15% Arbeitskräfte, aber minus 5% Einkommen. Na klasse. Können wir uns also erstmal nicht leisten. Ja. So. Aber wir müssten eigentlich gleich genügend Schiffe gesammelt haben. Er kann halt jetzt auch nicht mehr besiedeln, das ist komplett blockiert. Ich sammle halt gerade nur noch eine kleine Armada an Schonern zusammen, die noch mit Feuer abdecken können. Jo. So. Wo packe ich rum hin? Ich glaube, hier ist eine schöne Insel, ja. Oder ein Inselteil, eher gesagt. Du brauchst bei dir noch... Doch, du brauchst auch Rum am besten, oder? Ich habe keine Ingenieure. Ja, aber Handwerker haben auch schon Rum, oder nicht? Nein. Du kannst mit den Handwerkern dann noch nicht mal in die neue Welt fahren. Wäre sinnfrei, wenn sie Rum brauchen würden. Ja. Stimmt, Handwerker und Ingenieure haben das dann. Was willst du? Meine Uhr? So. Da kannst du haben. So, das heißt... Die Bevölkerung hat die Revolution ausgerufen. Der Uhr unten rechts. So, machen wir gleich mal. Übertreiben wir mal mit Rumproduktion gleich ein bisschen. Und so wie ich, so dass man nur einmal die Rumproduktion aufbauen muss und nichts Neues mehr machen muss. So in etwa. Soll ich Expedition machen oder? Ja, mach ruhig. Okay. Ist ja, glaube ich, immer noch so, die Nacht. Kannst du sie bitte machen? Ja. Wenn ich sie machen soll, musst du mir das sagen. Kann ich gerne machen. Nö, ich bin jetzt halt neue Welten ein bisschen am Basteln. Ah, ich habe halt die nicht. Blockade, die steht jetzt. Na gut, ich wunderbar. Alle auf Play stellen. Oh, also der kommt jetzt nicht mehr raus. Wunderbar. Könntest du mir noch zwei Clipper bauen? Ja. Erwarten neue Horizonte. Weil die beiden, die ich hier habe, kann ich leider nicht wirklich benutzen. Wobei, doch, ich kann es so machen. Schön ist, wenn wir den ausgerottet haben. Schiffe zerstören die Kriegsschiffe und dann ist, also bis auf zwei, drei Stück für Expedition. Wartenjagd. No. Und dann machen wir einfach wieder 3000 plus mehr. So in etwa, ja. Hier, helft euch selbst, Boss. Ein neuer Auftrag? So. Ein Schiff mit Rum habe ich fertig.
Die haben irgendwo ein Geschenk von einem Typen. Ja. Wenn ich es finden würde. So, muss einfach draufklicken. Arbeitskräfte minus 20%. Nicht schlecht. 3.500 Einwohner heute gemacht. Ah, ich sehe gerade. Ich habe einen Aufstand bei mir oben in der Stadt. Doch, deine Polizeiwache, wieso machten die nix? Weil sie nicht will. Polizei ist im Einsatz. Danke. Danke für den Hinweis übrigens. Also, Polizei. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Und Feuerwehr. Einmal da. Einmal hier. Was braucht ihr noch? Vielleicht noch eine Anlegestelle wäre ganz nett. Auf Ihren Befehl. Na komm schon, Sammeleien. Danke. Und ich habe auch zwei Schiffchen fertig für Rum. Das heißt, wir kriegen, wenn es denn irgendwann mal da ist, auch ein bisschen Rum rein. Aber ich glaube, das dauert noch, bis die soweit fertig sind. So. Shit. Das kann ich natürlich nicht mehr. Eine Fotografieaufgabe vom Freiheitskämpfer. Okay. Also, was wollt ihr haben? Drückt hier. 20 Ziegel dafür. Das ist sogar nett, dann kann ich sogar noch eine Tortilla-Bäckerei bauen gerade. Brauche ich ein bisschen mehr Mais, dann könnte ich gleich die Silos bauen. Diesen gehen manipulierten Mais machen. Ja, das sowieso. Das Schiff, da weiß gerade nicht, was es machen soll. Deins, also eins von den Gegnern oder was? Ja, er ist ein bisschen hin und her am Wiggeln. Schiff unter Beschuss. Gewollt? Schiff unter Beschuss? Naja, es ist die Fregatte, die okay. Meine Schiffe gerade angreifen. Also, mehr oder weniger gewollt. So, ist gerade gesunken. So, dann einmal noch hier Fleisch mit einem Silo. So, was meinst du? 2, 4, 6, 8. 10, 11, meinst du 11 Linienschiffe reichen für seine Hauptinsel? Würde ich sagen, ja. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kanonen. Plus die Haupt. Das Haupthauskonto. Im Zweifelsfall probier's aus.